Mahlzeit. Anlässlich meines Geburtstages möchte ich mit euch eine kleine Kunstflugschau auf die Beine stellen und am 31.07. mit euch reinfeiern. Dazu lade ich euch ab 20 Uhr herzlich ein, als Teilnehmer oder als Zuschauer an der ersten Aerobatics teilzunehmen. Worum geht es genau? Wir werden uns alle auf der Kunstflugmap in einer eigenen Schlacht treffen. Jeder kann sich im Discord im entsprechenden Channel vorab anmelden und auch mit dem Flugzeug einschreiben, mit dem er teilnehmen will. Dort haben dann nacheinander alle Teilnehmer 5 Minuten Zeit, ihren Kunstflug in ihrer Maschine zu zeigen. Das alles wird natürlich auch gestreamt, damit man auch zuschauen kann. Natürlich kann man, solange genug Platz ist, auch in-game zuschauen, wenn man sich benimmt. Man kann entweder einen Solo-Wertungslauf machen oder einfach nur mit egal wie vielen Freunden oder auch allein ein wenig schönen Kunstflug und Formationsflug zeigen. Die Wertungsläufe werden in den folgenden Tagen und Wochen nach der Show ausgewertet und mit Punkten benotet. Wie sich das aufschlüsselt, sieht man dann am Ende in dem jeweiligen Video zu jedem Auftritt. Wenn alle nennenswerten Auftritte ausgewertet und benotet wurden, wird ein abschließendes Wertungsvideo kommen, wo die Sieger bekannt gegeben werden. Dem Sieger winken 2500 Golden Eagles, der zweite bekommt noch 1000 und der dritte darf sich noch über 150 Golden Eagles freuen. Am Ende möchte ich mit allen Anwesenden noch einen großen abschließenden Massenkunst- und Formationsflug starten, um ja, den Abend ausklingen zu lassen. Ja, den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Dort im Eventbereich kann man sich dann im Aerobatics-Channel anmelden. Kurz vor Start wird dann das Programm, also die Reihenfolge, bekannt gegeben. Entweder hört ihr dann nur über den Stream zu oder ihr kommt an dem Abend auch in dem entsprechenden Discord-Channel in den Sprachkanal. Ich hoffe, dass viele drauf Bock haben und sich anmelden oder zuschauen werden. Ganz besonders würde ich mich über die Teilnahme von den Bauzis, von den SODlern, NoAim, von JG3 und wen ich jetzt sonst noch so vergessen habe, freuen. Und natürlich auch von meinen eigenen Arob-Jungs. Ich hoffe, ihr könnt einfach mal einen schönen gemeinsamen Abend mit viel Fliegerei und Feierei verbringen. Also bis dahin, haut da rein, wir treffen uns in der Luft und hoffentlich dann am 31.07. auch auf dem Flugfeld.